Ja, Stefan, Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale erstmal. Ja, gegen eine drei Klassen tiefere spielende Mannschaft. Habt ihr jetzt nicht unbedingt das Bombenspiel heute abgeliefert? Woran hat es so ein bisschen gelegen? Na, es lag einfach daran, dass wir sehr konzentriert waren, aber halt im letzten Drittel nicht so locker waren, um halt das zweite Tor dann schnell zu erzielen. So mit der Einstellung der Mannschaft war ich auf jeden Fall zufrieden, wie sie das Spiel angenommen hat. Der Gegner hat natürlich alles rausgeknallt. Aber klar erwartet man dann einen klareren Sieg. Das haben wir verpasst durch die vielen Chancen, die wir halt nicht gut ausgespielt haben. Und daran müssen wir arbeiten. Aber das wäre ja auch schlimm, wenn jetzt schon alles so super wäre, dass wir startklar wären. Wir haben jetzt noch 4 Wochen Zeit. Und auch diesmal wird es so sein, dass wir am ersten Spieltag wieder genau in der Verfassung sind, wo wir sein müssen. Jetzt geht es für euch im Viertelfinale gegen Ehringsfehn. Gibt ja auch so ein bisschen altes Wiedersehen mit dem alten Trainer. Genau. Freuen die Jungs sich schon drauf? Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns alle darauf, jetzt im Viertelfinale zu stehen in Ehringsfehn gegen den Uwe Wetzel, der ja da Trainer ist, der den Aufstieg ja in die Oberliga geschafft hat mit Uwe Langheim. Und von daher wird es natürlich ein Wiedersehen geben. Und ja, im Ostfriesland Cup geht es darum, eine Runde weiterzukommen. Wir sind heute weitergekommen, hätten natürlich es lieber ein bisschen ruhiger von außen gehabt. Mit dem 2-0, 3-0 haben wir nicht geschafft, aber trotzdem haben wir das Ding gezogen und freuen uns jetzt auf das nächste Spiel. Wie geht es jetzt die nächsten Tage für euch weiter? Was steht an? Vollgas. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Training, Freitag Spiel gegen Jeddelo. Und Samstag Saris Cup, Sonntag frei und Montag Saris Cup. Und von daher, ja, anstrengende Vorbereitung nach der kurzen Pause. Aber wir wissen, worauf wir hinarbeiten. Auf das erste Spiel Regionalliga Nord. Und natürlich wollen wir dazwischen gerne weitere Titel sammeln. Das heißt, Saris Cup gewinnen, Ostfriesland Cup gewinnen. Das sind die Ziele. Aber uns wird nichts geschenkt. Das haben wir heute gesehen. Super, danke schön.